Heute zeigen wir dir, was du im FIFA 20 Karrieremodus noch ausprobieren kannst und so wieder mehr Spaß an FIFA bekommst. Wir fangen an mit unserem ersten Vorschlag. Wenn du eine richtige Herausforderung suchst, kannst du eine Mannschaft aus der dritten Liga in die erste verschieben. Wie du generell Vereine tauschen kannst, zeigen wir dir in einem Video in der Infobox. Du kannst aber natürlich auch erstmal einen Verein aus der zweiten Liga nehmen, damit es nicht ganz so schwierig ist. Bei beiden Möglichkeiten solltest du aber viele Spiele spielen. Wenn du simulierst, kommt es sehr stark auf das Rating der Spieler an. Da haben Mannschaften aus der unteren Ligen kaum eine Chance. Bei unserer nächsten Idee geht es um Ikonen. Wie du diese im Karrieremodus spielen kannst, zeigen wir dir ebenfalls in einem anderen Video. Mit den insgesamt 34 Legenden kannst du den einen oder anderen Verein aufbessern. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Bis auf Ronaldinho und Del Piero beenden alle Spieler nach der Saison ihre Karriere. Dafür bleiben die Ratings aber die ganze Saison über gleich. Wenn dir der Karrieremodus generell gefällt, haben wir dir noch einen sehr interessanten Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Da siehst du noch mehr Experimente und Challenges rund um den Karrieremodus. Kommen wir zu Tipp 3. Mit ein paar Einstellungen vor dem Start der Karriere kannst du in FIFA 20 schon die nächste Saison spielen. Du kannst feststehende Wechsel transferieren und Auf- bzw. Absteiger in die neuen Ligen tauschen. So musst du nicht noch 3 Monate auf FIFA 21 warten. Bei unserem nächsten Vorschlag brauchst du eine zweite Person. Zu zweit könnt ihr dann einen Sprint to Glory Showdown im Karrieremodus machen. Das dauert im Gegensatz zu anderen Karrieren auch nicht lange und man spielt nicht alleine. Wie so ein Showdown dann aussehen kann, verlinken wir dir in der Videobeschreibung. Der fünfte und letzte Punkt ist eine Super League. Die Idee steht schon seit ein paar Jahren im Raum. Dabei sollen die besten Mannschaften aus ganz Europa in einer eigenen Liga gegeneinander spielen. Wer alles dabei sein soll, kannst du dir dann selbst überlegen. Im Hintergrund siehst du einen Vorschlag von uns, wie so eine Liga aussehen kann. Das war's mit unseren Tipps. Welche Ideen hast du noch für weitere Karrieren? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Außerdem freuen wir uns über ein Like und ein Abo, falls dir dieses Video gefallen hat.